einmal ehrlich. Wie oft hat schon mancher von uns seinen Stahlhelm als einen unbequemen, überflüssigen Ausrüstungsgegenstand bezeichnet? Doch im Gefecht kann von ihm das Leben und die Kampffähigkeit der Soldaten abhängig sein. Die Werktätigen der volkseigenen Industrie sind sich dessen bewusst. Ein Hochleistungsprodukt, so sprechen sie von ihrem, unserem Stahlhelm. Denn sie sind bemüht, für die nationale Volksarmee das Beste zu schaffen. Qualitätskontrollen sind hier unerlässlich. Die Fallprüfung. Aus 1,55 Meter Höhe schlägt eine Falllast von 4 Kilopond auf den Helm. Höchste Federtoleranz 84 cm. Unerlässlich die Beschusskontrolle. Entfernung 25 Meter. Waffe TT-33. Munition 7,62 mit Bleikern. Die dabei entstehende Einbeultiefe beim Stahlhelm beträgt vorn 3 mm, seitlich 10 mm und am Scheitel 12 mm. Einrisse und Ausbrüche dürfen nicht vorhanden sein. Diese Beispiele zeigen, wir können der Arbeit unserer Werktätigen vertrauen und die Gewissheit haben, dass uns der Stahlhelm einen höchstmöglichen Schutz gegen Schlag- und Splitterwirkung bietet.